In diesem Video geht es darum, wie man mit der NURBS Workbench Bézier-Kurven erstellen kann und daraus dann Körper generiert. Wir fangen zunächst mal an mit einem einfachen Sketch. Und in dem Sketch werden die Pole für die Bézier-Kurve gespeichert. Ich zeichne einen Polygonzug. Ich fange jetzt mal an. Der erste Punkt ist der erste Pol, dann ein Hilfspunkt für die Tangente. Dann für den nächsten Punkt, für den nächsten Pol brauche ich drei Punkte, auch wieder den Polpunkt und die zwei Tangenten. Dann mache ich das noch ein weiteres Mal und noch einmal und dann den Endpunkt der Kurve, den setze ich hier hin und dann ist es fertig. So, damit habe ich jetzt erstmal diesen Sketch und aus diesem Sketch kann ich jetzt mit erzeuge einen B-Ring die Kurve erzeugen. Das ist der B-Ring, also Abkürzung für einen Ring aus Bézier-Kurvenelementen. Was wir sehen ist jetzt, dass diese rote Kurve durch den ersten Pol geht, durch den zweiten, durch den dritten, durch den vierten, durch den fünften. Und wenn ich jetzt den Sketch editiere, dann kann ich hier zum Beispiel die Tangenten langziehen und merke, wie die Einfluss auf die Kurve haben. Damit ich bei der Kurve hier saubere Tangentialübergänge bekomme, müssen diese beiden Tangenten hier parallel sein. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden hernehme und parallel schalte, dann bekomme ich hier einen sauberen Tangentialübergang hin. Und wenn ich die drei Punkte, also die beiden Tangentenpunkte und den Pol symmetrisch schalte, dann habe ich nicht bloß einen sauberen Tangentialübergang, sondern der ist dann symmetrisch, so wie ich das von Inkscape her auch kenne. Im anderen Fall, zum Beispiel hier, kann ich eine scharfe Kante erzeugen. Das heißt, ich habe jetzt hier sowas oder eben in die andere Richtung. Das ist dann alles möglich und hier am Ende die Endpunkte kann ich auch ausrichten. So, das wäre also jetzt meine Kurve. Die Kurve, die ist jetzt zunächst erstmal offen, weil nämlich am Ende und am Anfang jeweils zwei Punkte zur Steuerung da sind. Wenn ich von diesen zwei Punkten einen lösche, dann entsteht eine geschlossene Kurve. Das mache ich mal, das heißt, ich nehme jetzt hier mein Sketch her, erzeuge eine Kopie, das ist jetzt der neue Sketch und den alten blende ich jetzt mal, oder lasse ich stehen, den neuen Sketch nehme ich jetzt her, ziehe den mal ein bisschen raus, dass man hier einen Unterschied dann sehen kann und jetzt lösche ich die eine Kante und dann weiß das Programm, dass das hier der Vereinigungspunkt der geschlossenen Kurve ist. Habe ich das also jetzt so stehen, erzeuge hier wieder den B-Ring draus und jetzt sehe ich, dass die Kurve einmal so rumgeht. Und ich kann jetzt auch wieder sagen, ich möchte gern, dass dieser Übergang, den wir hier haben, oh, jetzt bin ich falsch, ich muss den Sketch editieren, dass dieser Übergang hier auch wieder symmetrisch sein kann. Das heißt, ich markiere einfach die drei Punkte, ist auch symmetrisch. Und dann habe ich hier einen sauberen, glatten Übergang. Was man jetzt auch noch sieht, ist, man kann jetzt diese Punkte also verschieben. Die Kurve läuft immer durch den Polpunkt durch. Das gilt für alle Pole, die wir hier haben. Und ich könnte rein theoretisch jetzt diese Punkte also auch an externe Geometrien anbinden. Die Tangentenpunkte sind dann auch frei wählbar. Das heißt, wenn ich den Punkt zum Beispiel hier mal festmache, dann kann ich hier drüber festlegen, wie sich die Krümmung ändern soll. Wir schauen uns am Ende mal noch das Krümmungsbild von dieser Kurve an. Sieht jetzt so aus. Das heißt, hier drin haben wir eine Krümmung nach innen. In allen anderen Bereichen ist die Krümmung gleichmäßig verteilt
Und was ist die Struktur von dieser Kurve? Schauen wir uns das auch an. Das sehen wir hier. Es ist eine B-Spline-Kurve vom Grad 3. Der Vektor, die Multiplizität ist 4, 3, 3, 3, 4. Das ist typisch Bézier. Und Knoten sind gleichmäßig verteilt. Hier sehen wir, wie die Knoten liegen und wie die Pole liegen. Und wenn wir jetzt das nochmal einblenden, den Sketch, dann merken wir, das ist genau die gleiche Lage. Also ich habe volle Kontrolle über die Pole, durch die die Kurve läuft. Ich habe volle Kontrolle über die Tangenten, alles im Sketcher.